Jo, weiter geht's mit Advance Wars. Wir sind bald am Ende der Kampfübungen und wir machen weiter mit Luftabwehr. Meine Vorgesetzten waren leider sehr unachtsam in letzter Zeit. Der Gegner besitzt Jäger und Bomber. Im Gegensatz zu uns. Zumindest konnte ich uns einige Missiles zu Übungszwecken beschaffen. Außerdem besitzen wir Raketen. Nach allem, was du, Blackstar, geleistet hast, ist das das Mindeste. Scheinbar ist uns der Feind immer etwas überlegen. Das tut mir leid. Naja, marschieren wir los. Yo, im letzten Part haben wir etwas über den Luftangriff gelernt. Und, ja, die Truppen von Olaf waren nicht sehr stark. Und mal sehen, wie das diesmal aussieht. Du hast da eine gute bestückte Armee zusammengestellt. Diesmal sind die gegnerischen Bomber gut versorgt, wie es scheint. Wenn du sie nicht schlägst, werden sie deine Einheiten sehr schaden. Doch sie stehen über der anderen Insel und sind nicht leicht anzugreifen. Hier sind, Missiles, ich weiß nicht genau, ob man das so ausspricht, äußerst nützlich. Sehen wir mal, wie was sie können. Wähle diese Einheit. Okay, also neue Truppen. Missiles können das Feuer auf Flugeinheiten aus der Distanz eröffnen. Selbst Einheiten in 3 bis 5 Felder Entfernung sind erreichbar. Drücke den A-Knopf, um das Befehlsmenü zu öffnen. Wow, die können feuern, okay. Genau so, Feuer. Okay, oh, 100% Schaden. Das heißt, der Bomber wird sofort sterben? Ja, tatsächlich. Oh, Wahnsinn. Okay, das scheint unsere stärkste Waffe in diesem... ja, in dieser Mission zu sein. Aber sie können nicht fahren. Okay, aber sie sind langsamer als die anderen. Ja gut, trotzdem, sie mit Hilfe von Flak-Einheiten zu unterstützen. Testen wir nun den Raketenwerfer. Wähle diese Einheit an. Oh, Raketenwerfer. Raketenwerfer sind im Grunde aufgemotzte Artillerie. Ihre Reichweite beträgt, wie die der Missiles, 3 bis 5 Felder. Öffne jetzt bitte das Befehlsmenü. Okay, und Feuer, ne? Ja. Und wir können die Panzer hier erledigen. Ja, dann nehme ich mir mal den Kampfpanzer vor, ne? Der ist gefährlicher. Jo, und der hat nur noch 3. Wow. Krass. Sie fahren auf Reifen und sind ähnliche Kette. Unterschiedliche Gefühle, deutliche. Okay, okay. Hättest du nur einen gerne? Ja. Versuche so viele Einheiten wie möglich mit Hilfe der Flak-Einheiten und Missiles zu schlagen. Bilde zum Schutz einen Ring um deine Missiles und Raketenwerfer. Der Gegner wird angreifen. Umzingelst du das Hauptquartier des Gegners mit deinen Truppen und dem Raketenwerfer, ist der Sieg fast dein. Sende Truppen mit dem Transportheli oder arbeite dich langsam vor. Das Headquarter, Hauptquartier, es ist deine Entscheidung. Viel Glück. Okay. Mal sehen, was wir dann noch so haben. Transportieren wir sofort eine Einheit? Also, ich würde ja jetzt mal dort oben die Stadt einnehmen. Das kann ich aber irgendwie nicht. Dann nehme ich dich mit. Nein, warte. Du fährst mal dorthin. So, und dich unterstützt ein Panzer. So. Dann noch ein kleiner Panzer.
Was ist das? Artillerie. Die kann erstmal dort bleiben. Und der Heli hier, den möchte ich etwas. Ja, doch, der ist gut dort. Der kann als Schutzschild dienen. So, wie sieht's mit dem Tank aus? Voll getankt, okay. Ja, dann bleibt das alles hier fürs erste Mal so stehen, glaube ich. Ja. Ja. Geht er in Deckung? Nein, er greift an. Okay, die sind weg, ne? Die haben keine Chance. Ja. Aber er hat sich uns genähert und das könnte sein Ende sein. Hier kommt noch ein Hubschrauber. Eieiei. Ja, doch, wir kriegen die doch. Ja. Der Panzer ist nicht ganz vorgerückt, das ist gut. Dann kann ich den angreifen. So, jetzt möchte ich aber mit ihm hier das Feuer auf das Bomberschiff high. So, die sind down. Wunderbar, dann haben wir unseren schwierigsten Gegner besiegt. Der Raketenwerfer kann den Kampfpanzer schaden. Ah, ich nehme aber diesen hier down. Ja, wunderbar. Dann ist der schon mal weg. Der obere Panzer macht mir jetzt noch nicht so viel Angst. Den werde ich ja jetzt angreifen. So, die Artillerie. Die kann nicht feuern. Wieso nicht? Ich weiß es jetzt nicht. Aber warte, kann ich die vielleicht hier runter schicken und dort Feuer abwehren? Nein. Dann warte mal. Wie ist mit dir? Kein Interesse am Feuern? Nein. Dann rennst du mal in die nächste Stadt. Wie mache ich das jetzt mit den Hubschrauber hier? Greife ich die an? Na, vorerst versuchen wir uns mal hier mit den Panzern. Feuer. Ja, damit bin ich zufrieden. So, der Transporter, der kann die Truppe jetzt endlich hier absetzen. Hier im Gebüsch. So, leeren. Zack. Und der macht sich dann in die Stadt. So, dieser Panzer feuert dann nochmal ab. Wir haben eine gute Deckung hier in der Stadt. Das ist wichtig. So, und jetzt würde ich noch mit dem Hubschrauber angreifen gehen. Macht aber nur 7% Schaden. Nein, warte mal, warte mal. Der Hubschrauber wird hier angreifen. Ich werde diesen Panzer mit dem Hubschrauber down nehmen. Ah, das hat nicht viel gebracht. Das ist nicht gut. Ja, aber wir können daran nichts ändern. So, Feuer, wir können das Flugzeug angreifen. Das möchte ich aber nicht. Das ist mir zu riskant. Was habe ich denn jetzt noch? Die hier, aber die kann nicht angreifen. Die braucht immer etwas. Stell die jetzt mal hier auf. Und dann nehme ich noch eine Einheit mit dem Hubschrauber mit. Und zwar platziere ich die jetzt mal. Ja, so, hier in der Gegend. So. Ja, das ist so. So bin ich zufrieden. Der hier könnte vielleicht in die Deckung, diese Stelle. Der hier auch. Ja. Dann ist das ganz gut. So, Olaf ist dran. Ja, die verlieren wir jetzt. Oder nicht? Oh nein. Was war das jetzt? Wer hat da angegriffen? Wer hat denn jetzt den Hubschrauber angegriffen?
Der Panzer. Oh, wusste nicht, dass der das kann. Oh, und er hat sich umentschieden. Das war nicht so geplant. Ich dachte eher, dass er... Oh nein. Jetzt hat er uns. Ich dachte eher, dass er weiterhin unsere Artillerie hier angreift und den Raketenwerfer. Aber er hat sich schlecht positioniert. Das ist gut. Ja doch, seine Truppen sind nämlich jetzt auch ganz schön geschwächt. Ihren Kampfpanzer kriegen wir jetzt mal down. So, du gehst jetzt mal die Stadt besetzen. Das ist das Wichtigste für das Erste. So, der Raketenwerfer, der kann feuern. Ja, dann nehme ich den Panzer down, ne? Oder den Kampfpanzer. Hier ist die Schlacht größer. Hier ist es gefährlicher. Ich werde eher hier angreifen, ja. Dann kriege ich alle beide Panzer down. Komm. Ja, wunderbar. Das hat sogar ganz gereicht. Du kannst auch feuern. Ja. Oh, 120%. Boah. Okay. Wen nehme ich jetzt? Ich glaube, ja, diesen hier. Wird ja jetzt so oder so sterben. Boah, krass. So. Die hier kann die feuern. Nein, kann sie nicht. Stelle ich trotzdem hier mal auf. Dich auch. So, was kannst du tun? Du wartest hier. Und du bewachst die Brücke. Und du stellst dich in die Berge. So, der Panzer hier, der geht jetzt down. Ja doch, das haben wir jetzt. Das schaffen wir. Wir haben eine verdammt starke Front. Das wird schon reichen. So, greifen wir dann noch diese Bodentruppe hier an. Auch wenn unser Panzer etwas geschwächt ist. Er hat nur die Hubschrauber dort. Er müsste also mit dem Hubschrauber anrücken, um hier irgendwas zu verändern. Und du, was machst du? Du kommst zurück und nimmst dir nachher eine Einheit mit. So, den Hubschrauber, den muss ich aus dem Kampfgebiet hier rausholen. Ja. Ja, ja, der muss weg. Warte, wie weit kann sich dieser bewegen? Der hat... Ah, warte, der kann nicht... Der könnte uns dort hinten nicht erreichen. Ich will jetzt nicht riskieren, direkt anzugreifen. Ich werde den Hubschrauber... Gute Frage, was tue ich mit dem Hubschrauber? Soll ich ihn opfern? Ja, ich werde ihn zum Kampf hier benutzen. Komm. Die sind nicht so stark. Das ist schlecht. Wer hat auch nur noch so einen und den kriegen wir down. Ja doch, das... Wir sind im Vorteil. Wir haben sehr viele Maschinen. Er hat nur 4 Truppen hier. Eine übernimmt. So, der Raketenwerfer wird angegriffen. Kann der rückschlagen? Nein. Okay. Doch, doch, das wird unser Sieg sein. Er kann nicht feuern. Wieso nicht? Er hat keine Munition. Doch. Er kann feuern. Dann nehme ich den Panzer down. Wobei, hier ist das bösere Schlachtfeld. Hier kommen wir eher zum Einsatz, das ist gefährlicher. Und wieso kann der hier nicht feuern? Er hat keine Reichweite, ne? Der Hubschrauber ist zu nah. Äh...
Dann muss ich irgendwie schauen, wie ich das tue. Die Artillerie. Die kommt erstmal hier hin. Und dann würde ich die Rationen auffüllen. Na, ich komme aber nicht so weit. Verdammt, ich möchte den Raketenwerfer aber nicht verlieren. Ja, erstmal hier oben kämpfen. So, Stadt besetzen. So, der Panzer feuert nicht ab. Nein, nein, beweg dich und dann feuerst du. Auf diese Einheit. So, und der Kampfpanzer, der wird dann die Stadt hier wieder befreien. Wunderbar. Ja, die Mission ist schon schwieriger. Soll ich einen Angriff riskieren? Nein, ich glaube nicht. Wir haben auch keine Flughäfen, das ist das Blöde. Ah, soll ich den opfern? Ich muss ja fast. Ich bin ja gezwungen. Er macht immerhin etwas Schaden. Nein, nein, warte mal, warte mal. Der soll hier irgendwie helfen. Lieber hier. Aber nicht dort. Der macht nur einen Schaden. Der ist so schwach. Stell ihn mal hier hin. Vielleicht kommt der Panzer. Nein, der Hubschrauber. Ja, angerannt. Ja, unser Raketenwerfer hier, der ist ziemlich geschwächt. So, und dann nehme ich mal eine weitere Truppe hier mit nachher. Und du stellst dich auch hier ins Schlachtfeld. Ja, mehr können wir nicht tun. Wir müssen wohl oder übel abwarten. Ah, er steht nicht im... Warte mal. Ich... Ah nein, der kann auch nicht in die Berge, ne? Scheiße. Wenn ich eins runterrücken würde, würde das nichts bringen. Und hier auch nicht. Ja, weil der nicht angreifen kann. Der Hubschrauber ist klug gewesen. Das war wirklich klug von ihm. Dann stelle ich dich mal in den Wald. Und dich nehme ich mal hier weg. Einfach Sicherheit. Ja, gut. Er hat aber nur noch 4 Einheiten, also eine wird ja nächstes Mal wegsterben. Ja doch, das schaffen wir, auch wenn wir sehr viele Verluste bekommen. Ah, er greift hier unten an, okay. Ja gut, dann... greifen wir hier mal sofort an. Frage ist, wer? Die Panzer? Nein, er hier. So. Und dann werde ich mit dem Kampfpanzer... nein, warte. Du steigst hier rein und fährst zum Gebiet. Und Ration auffüllen. Gut. So, der Kampfpanzer, der wird voranrücken. Ich fahre jetzt auf direktem Weg zum Hauptquartier. So, auf Feuer, weg mit dir.
Eieiei, aber wir haben einen Panzer verloren. Das ist schlecht, das ist schlecht. Aber immerhin kann die Artillerie jetzt endlich anrücken, aber sie kann nicht angreifen. Die auch nicht, ne? Aber die könnte doch jetzt hier oben Schaden machen oder den Panzer. Ja, dann hier oben, ne? Entschuldigung. Dann löschen wir hier mal die Truppen aus. Du kannst nicht feuern. Dann kommst du zurück. Du stellst dich hier hin. Oder hier. Nein, dann hier hin. Und die Artillerie hier, kann die irgendwie feuern? Nein, kann sie auch nicht. Ja gut, dann fliege ich noch hier mit herum. Aber damit kann ich nicht mehr viel anfangen. Ich werde die wohl ja, einfach mal hier stehen lassen, in den Bergen. Und ja, dann sehen wir noch Olafs Zug und ich sehe, die Zeit ist schon fast um. Aber ich glaube, dass wir diese Mission noch in diesem Part hinkriegen. Ja, jetzt dauern die Missionen schon viel länger, ne? Ah, wir haben den Raketenwerfer verloren, ne? Ah. Aber dieser Hubschrauber steht jetzt wieder sehr günstig. Wieso können wir nicht feuern? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wieso wir nicht feuern können. Jetzt können wir. Oder kann der Raketenwerfer die Hubschrauber nicht? Ah, ich glaube, ich habe da irgendwas verwechselt. Oh. Ja gut, jedenfalls ist unser schlimmster Gegner jetzt weg. So, du kannst immer noch nicht feuern. Na gut, dann bringst du uns nicht sehr viel. Hier, der Kampf. Ja, greifen wir an. Dann wird der Hubschrauber noch angreifen. Macht nur 6 Schaden. Dieser Hubschrauber ist ja für gar nichts zu gebrauchen. Eieiei. Dann muss der Kampfpanzer. Nein, warte, ich habe ja hier noch eine Truppe. Kann aber jetzt nicht sofort angreifen. Ja gut, dann rücke ich mal wieder weiter mit dem Kampfpanzer. Das Hauptquartier ist sicher. Ja doch, der Kampfpanzer macht seinen Job gut. Dann schicke ich noch diese Einheit etwas weiter hier hin. Das Artilleriegeschütz hier bleibt jetzt erstmal dort stehen. So, letzter Zug für Olaf und dann kommt noch mein letzter Zug und dann beenden wir hier. Die Truppe geht jetzt down. Dann hätte nur noch den Panzer, ne? Ja, tatsächlich. Ja gut, dann übernehmen wir die Stadt hier. Der Herr macht sich auf den Rückweg. Wie sieht's mit Angriff aus? Noch immer keinen Bock. Und du? Du rückst dann mal hier hin. Wieso kann der nicht feuern? Ich verstehe das nicht. Naja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich nehme den jetzt mal mit. Ja, wobei, der kann sich ruhig hier platzieren. Das hier ist eh jetzt gleich vorbei.
So, du bleibst dort stehen und... Dann nähern wir uns dem Ende. Was macht Olaf noch? Ja, der greift den Hubschrauber an. Okay, das wollte ich erreichen. Jetzt ist er abgelenkt. So, und der Kampfpanzer kommt immer näher. Keine Reichweite. Du kannst du denn jetzt... Nein, er kann nicht feuern. Wieso denn nicht? Warte, er geht's doch prüfen, ne? Wie sieht's mit Munition aus? Die Primärwaffe der Missileinheit sind Missiles. Ihre Ziele sind unten aufgeführt. Ah, Heli und Flugzeuge kann die nur angreifen. Okay. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Der könnte den Panzer angreifen. Und der hier? Auch. Aber die Reichweite genügt nicht. Nicht, wenn ich... Ja, nein. Genügt einfach nicht. So, dann besetzen wir hier die Stadt nochmal. Und dann schicken wir den Panzer weiter voran. Und... Der Wagen hier wird sich bereit machen, wieder eine Fracht hier zu tragen. Ja, und dann ist das hier bald Geschichte. Wird der Panzer runterkommen? Nein. Okay, dann ist es vorbei. Aus mit dir. Der kann überhaupt nichts mehr tun. Ja gut, Freunde, dann verabschiede ich mich jetzt schon. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn wir dann... ich glaube, die Lufteinheiten abschließen und dann zu den Schiffen kommen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.